Immerhin dieses Schicksal blieb mir erspart. Ganz ja, genau. Ja, so müsst ihr das ja sehen. Natürlich. Ja, ich würde währenddessen Abel mir anlächeln. Rafim scheint vollkommen unbeeindruckt zu sein. Was eine Welle, Abel mir, was eine Welle. Ja. Wo ist der Bastard? Und ich würde mich mal selber losmachen und nach dem Mann suchen, der über Bord gefallen ist. Ich würde auf die andere Seite gehen von Rafim und auf die andere Seite gucken. Ja, ihr könnt auf alle Fälle erkennen, wie drei der Matrosen oben von den Segeln heruntergefallen sind und hinter euch, sie entfernen sich auf alle Fälle, beziehungsweise ihr entfernt euch von ihm. Sie selber treiben wohl vielmehr auf der gleichen Stelle. Ihr könnt auch noch sehen, wie die Welle weiter schwappt hinter euch und es gibt auch noch kleine Ausläuferwellen, die sich da wohl noch bilden, die sind aber nicht ganz so schlimm und habt ihr unter Kontrolle. Aber es sind auf alle Fälle drei Matrosen ins Wasser gefallen. Lass die Segel reffen und setz das Beiboot aus. Segel reffen, Beiboot aussetzen. Kann ich von oben beobachten, können die gut schwimmen oder sind die schon am Untergehen? Was ist meine Einschätzung? Also die halten sich auf alle Fälle im Wasser, das sind erfahrene Matrosen. Hier ist die blutige See auch nicht ganz so ekelhaft, ertrinkbar. Die kämpfen auf alle Fälle gerade und die sind auf alle Fälle darauf angewiesen, dass ihr denen helft, sonst sind die sowas von verloren. Du müsstest da jetzt nicht unbedingt ins Wasser springen, aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass da jetzt irgendwas passiert. Du kannst aber ins Wasser springen. Ja, Rafim sieht kurz enttäuscht aus und guckt dann Richtung Abel mir. Ja, wir können sie mit dem Boot einsammeln. Ich würde schon so leicht beidrehen lassen, sodass unser Schwung sozusagen beim Segelreffen noch uns näher zu diesen über Bord gegangenen Matrosen bringt. Also kleine Kurve machen halt mit dem Schiff. Ja, dein Befehl wird so umgesetzt und ihr könnt euch dann nach und nach befreien und wieder an Deck treten, wenn ihr dann mögt. Die Segel wurden aus dem Wind genommen und die Rettungsmannschaften fangen an, eben mit kleinen Beibooten die drei heruntergefallene wieder aufzusammeln. Angoschminia! Ja, was ist denn? Ist irgendwas mit dem Schiff los? Ist etwas kaputt gegangen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also sicherlich haben wir einige Schäden, aber das kann man alles wieder reparieren. Die Segel sehen soweit gut aus. Sehr gut. Wir haben die Welle gut getroffen, aber wir hätten sie besser treffen können. Ich denke, das Schiff sollte das überstanden haben. Willst du mich verarschen, Mann? Was heißt hier, nicht gut getroffen oder gut getroffen? Da ist irgendeine Scheiße vom Himmel gefallen. Vielleicht ein Meteorit oder sowas. Die Götter haben nach uns geschmissen und nicht getroffen. Wir sind verflucht. Passiert doch nicht so etwas. Wir haben überlebt. Die Götter waren bei uns. Sieht man denn irgendwas in der Stelle, wo der das Ding, was Wasser getroffen hat, sieht man auch irgendwas noch oder an der Stelle? Nö, also das Wasser ist ganz normal wieder zurückgeschwappt. Du hast auch nie gesehen, dass da irgendwas ins Wasser eingeschlagen ist oder daraus hervorgekommen ist. Kann ja auch genauso gut sein, dass da irgendwas aus dem Wasser gekommen ist. Hast du aber bisher so nicht gesehen. Also das war dann schon wieder verschwunden, als du dann nach oben gekommen bist oder aus deiner Kajüte raus. Okay, aber wenn es von unten nach oben gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwann auch wieder runtergekommen, vermutlich mal. Ich denke mal eher in umgekehrte Richtung, vom Himmel zum Wasser hin. Ja, ich würde mal aus Abelmirs Kajüte raustreten. Abelmir! Ja? Er hat seinen Schreibtisch kaputt gemacht. Ich habe keinen Schreibtisch kaputt gemacht. Der Schreibtisch hat mich kaputt gemacht. Aber der Schreibtisch ist kaputt. Ja gut, sowas lässt sich ja setzen. Nichts, was wir nicht reparieren könnten? Wir sind verflucht. Nein, sind wir nicht. Das Ding hat uns doch nicht umgebracht, oder? Wir sind alle noch am Leben. Was war das eigentlich, Kapitän? Ich weiß nicht. Irgendetwas hat die Wasseroberfläche durchschlagen und eine Flutwelle verursacht. Denkt ihr, das ist vom Himmel gefallen? Ja, das vermute ich. Wollt ihr... Einfach nur noch strafen, oder fix? Verdammte Scheiße. Haltet den Mund. Wollt ihr nachsehen gehen? Kapitän, wenn wir die Segel hier sowieso gerafft haben und die Mannschaft noch ein wenig braucht, die anderen aus dem Wasser zu holen, sollten wir vielleicht die Mannschaft zusammentrommeln und einige Worte sprechen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nun gut. Wir könnten heraufholen, was auch immer da eingefallen ist. Ihr wollt nicht wirklich in der blutigen See tauchen. Nun, es wäre nicht das erste Mal für euch, nicht wahr? Diamantus, du kannst sehen, wie der kleine Junge wieder neben dir auftaucht. Ich erinnere euch daran. Du bist verletzt. Was machst du hier? Runter vom Deck. Aber dein Ohr. Ich weiß ganz genau, was mit meinem Ohr ist. Das musst du mir nicht sagen. Glaubst du, ich bin blind?
Du solltest es ausbrennen lassen. Soll ich dir ein Brandeisen geben? Ich habe es ausbrennen lassen. Und jetzt hör auf, mir zu sagen, wie ich mich um mein Ohr behalten muss. Aber nicht mit meinem Eisen. Diamantes, mit wem redest du da? Ich kann es heiß machen. Was? Diamantes? Hier, hallo? Diamantes schüttelt einmal den Kopf, fässt sich durch die Augen. Du hast mit der Relin gesprochen. Wieso? Ich habe nicht mit der Relin gesprochen. Ärgern dich die Holzwürmer? Oh, das kann ich Angoschminia sagen. Mit wem habt ihr geredet? Ihr könnt sehen, wie da kleine Schiffsjungen rumlaufen, die da wohl gerade irgendwelche Befehle von den Matrosen ausführen. Wahrscheinlich haben wir mit denen gesprochen. Die Jungen, der Junge, er hat mich belästigt. Welcher von denen hier? Die sehen doch irgendwie alle gleich aus. Mhm. Nicht, dass du ihn auspeitschen lässt. Diesmal untersage ich dir das. Na? Nun gut, lass uns erstmal die Matrosen wieder an Bord holen. Ja, das hat jetzt Priorität. Das ist ja gerade mal gut gegangen, oder, Diamantis? Ja, Diamantis knirscht mit den Zähnen. Hör einfach nur zu, du musst gar nicht antworten. Ich hol dir einfach ein Stück Brandeisen, ja? Wir machen das gemeinsam heiß und brennen dein Ohr aus. Sonst wirst du krank. Ja, Serpentilio, bevor ihr irgendwelche Tauchgänge plant, solltet ihr vielleicht mit Kapok die Karten konsultieren, um möglicherweise ist bekannt, wie tief das Meer an dieser Stelle ist. Ja, zugegeben würde ich mich eigentlich auch gerne ausruhen. Und ich bräuchte vielleicht etwas ärztliche Hilfe. Natürlich, die Diamantes, ihr das vielleicht mit den Karten organisieren und Zulamin, ihr sprechen dem Kapitän und Boltax, wir sehen uns das mal an, ja? Ja. Entschuldigung, was genau soll ich mit den Karten tun? Herausfinden, wie tief die See hier ist und eruieren, ob man einen Tauchgang veranstalten könnte. So genau sind unsere Karten nicht mehr ansatzweise. Nun gut. Enttäuschend. Schön. Dann lass doch ein Lot hier runter. Ihr doch, das genau. Werft ein Lot aus. Den Kapitän, wenn es ein irgendeine Art Himmelsstein war, könnte es von großem Wert sein. Wir werden sehen. Oder vielleicht einfach nur der Mannschaft ermitteln, dass es kein göttliches Wurfgeschoss war, sondern was auch immer. Flugechse oder so. Kümmer dich erst um den Boltax. Wir können los auswerfen, Mann, aber hier werden wir sicherlich nichts finden, Mann. Wir sind mitten auf dem Perlenmeer, Mann. Noch nicht mal den Golf von Tuzak, Mann. Nun gut, lass trotzdem die Tiefe ausloten. Wir haben kein Seil, was lang genug ist, Mann. Probiert es einfach aus und wenn das Lot zu Ende ist, dann ist das Lot zu Ende. Ja, wir werden ja wohl mehr Kapok. Seil an Bord haben, als diese Drecksäpfe ist. Kapok zuckt mit den Schultern und geht nach vorne in Richtung da, wo der Anker ist. Hat Baldas eine Wunde? Mit 14 Schadenspunkten, sicherlich. Baldas, ja. Möchtet ihr einen Heiltrank oder? Ja, ich nehme einen Heiltrank, aber bitte keinen mit, Würselkraut. Ja, gut. Die zögern wenig hin und her, als er dir das Ding dann hinstellt. Ihr solltet etwas Abstand davon nehmen. Es könnte sein, dass ihr euch sonst die Einbärensucht einfangt. Ja. Wäre ja schlimm. Ja, dann nehme ich den. Ihr solltet das ernst nehmen. Ich, Na gut. Ja, ich trinke den Trank natürlich. 3W6 plus 6 und damit waren es noch 3, die wir haben. 8 plus 6 sind 14. Sichana kann euch sicherlich sehr schnell neue zaubern. Ja, zu dem muss ich auch noch, siehst du aber nicht jetzt. Wir sind verflucht. Fex wird dort strafen. Und halt den Mund da vorne. Diamantas, ich wollte das mit der Mannschaft reden, eigentlich dieses Mal euch überlassen. Aber seid ihr sicher, dass ihr euch dazu in der Lage fühlt? Entschuldigung, für was fühle ich mich in der Lage? Ja, bestimmt. Natürlich. Legt ihr eine Hand auf die Schulter? Wir sprachen darüber, der Mannschaft die Situation zu erklären und sie zu beruhigen. Aber ihr macht einen etwas verwirrten Eindruck. Du solltest das Brandeisen von mir nehmen. Nein, Zulamin, ich möchte kein Brandeisen haben. Mir geht das gut. Ein was?
Ihr habt doch euer Ohr schon auf diese sehr archaische Weise behandelt. Ja, genau deswegen muss ich das ja nicht nochmal machen. Warum muss ich mich hier die ganze Zeit wiederholen? Nun, ich sag da nichts von einem Brandeisen. Aber doch, natürlich. Hast du Diamant gehört? Was brüllst du denn hier so rum, Diamant? Sieh da, du willst die Karten holen. Karten? Was? Nein, ich wollte nicht die Karten holen. Das war ein Schnapsgedanke. Wir finden darauf nicht, wie tief die ist. Darum ging's doch, oder? Ja, diese Auskunft habt ihr uns gegeben. Ich glaube, ich muss mir von Pentilio einen dieser Wachtrünke geben lassen. Wollt ihr euch nicht vielleicht lieber schlafen legen? Das kann ich doch nicht. Ich werde hier oben gebraucht. Ich kann den Kapitän nicht im Stich lassen. Nun gut, dann begleite ich euch. Voltax und Serpentilio sind ohnehin unten. Ja. Voltax hat es ziemlich übel erwischt. Einer der Schreibtische hat sich von der Wand gelöst und ihn fast zerquetscht. Aber Voltax, wir sollten noch einige Heiltränke in der Kiste haben. Oder Nietzsche kann sich da sicherlich auch drum kümmern. Ja. Oder eine Wichsgriffel aus meiner Kistel lässt. Diamantis läuft von Achterkastell runter, macht fälschlicherweise die Biegung Richtung unserer Kajüte der Offiziere, bis er dann zwei, drei Schritte rein realisiert, dass da gar nicht der Weg ist, den er antreten wollte. Diamantis, wir wollten doch nach unten gehen. Ja, ich dachte, ich wollte noch irgendwas holen. Hey, Vorsicht, hier wird gearbeitet. Ja, wir sind ja schon vorsichtig. Sei du vorsichtig. Geht mir aus dem Weg, wenn ich hier lang gehe. Hey, was heißt, ich gehe aus dem Weg? Was? Wenn du runterfällst, dann brichst du dir die Beine, ist mir egal. Diamantis winkt ab und geht hektisch, schnellen Schrittes. Flamin kann ihn noch etwas besorgt hinterhersehen. Ihr könnt erkennen, wie wohl die anderen Halbmatrosen, die AWC-Schule jetzt da wohl unten auch gerade im Unterdeck beziehungsweise in eurem Zwischendeck das Wasser jetzt auch wieder gerade in Eimern versucht abzuschöpfen, haben da wohl eine kleine Eimerkette gebildet. Denn die Welle hat selbstverständlich auch das Hüttendeck getroffen. Dementsprechend auch ist das Wasser durch euer Loch eingedrungen. Ja, und Zulamin bleibt dir wie ein Hütehund auf den Fersen und guckt dabei besorgt. Ja, Serpentino sieht aus, als hättest du ihm gerade 7 Tage Regen prophezeit, dass er dich reinkommen sieht. Ah, ihr seid hier ja eins so. Ich hatte gehofft, nun gut, setzt euch erst einmal. Oh, ihr sorgt euch um meinen Bauch, aber dem geht's schon viel besser. Schaut mal, meine Bauchschmerzen sind schon fast vergangen durch den Trank. Ach so, ja, der Schreibtisch. Ich mache hinter seinem Rücken in Richtung Sulamins Richtung so eine, weißt schon, so eine Alki-Bewegung. Sulamin neigt sich zu dir rüber. Jemand, das macht mir einen verwirrten Eindruck. Ich weiß nicht, ob es nur die Müdigkeit ist. Er wollte euch um einen Wachtrunk bitten. Die Pastille kann er haben, wenn er möchte. Aber ich weiß nicht, ob es nur das ist. Ich kann ihm mit dem Ohr helfen und ich kann ihm beim Wachtrunk helfen zu nehmen. Ich kann aber nicht in seinen Geist sehen. Das ist schon immer eure Aufgabe gewesen. Das kann ich übernehmen. Ich glaube... Nicht buchstäblich, Boltax. Warum steht ihr überhaupt? Geht darüber. Halt oder haltet euch mit ihm. Ich unterhalte mich mit ihm. Boltax, hilf mir doch mal. Hier müssen doch irgendwo diese Wachtrünke sein. Werft nichts runter. Lass das Serpentilio machen. Der weiß, wo was ist. Ein kleines Rollpapier mit noch 2 Pastillen drin liegt tatsächlich auf dem Tresen. Das haben er und Abel mir, glaube ich, einfach liegen lassen. Ich glaube, das wäre eine von den Pastillen. Ich leck mal kurz dran. Ja, schmeckt so ungefähr. Dann halte ich sie ihm hin. Sind das denn nicht Tränke? Nein. Schnupfen. Was ist Schnupfen? Nimm eine von diesen Pastillen. Ich halte dir die angeleckte hin. Die machen dich wach. Ja, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass du die angeleckt hast. Und nehme ich die gegen. Werfen sie runter. Gut. Nimm die Medizin. So. Jetzt. Ich habe gehört, du machst dir Sorgen. Du erinnerst dich? Ja, wie gestern. Du merkst auf alle Fälle, dass dein Ohr ziemlich weh tut.
woher auch immer das kommt, aber es ist so glühend heiß und brennt. Wobei, es ist ja eigentlich gar nicht mehr da, aber es ist so ein Phantomschmerz. Der Rest von deinem Ohr, der noch dran ist, der nicht abgerissen oder abgebissen wurde. Ja, es ist einfach brennt, als wäre es entzündet. Worüber wir gestern in der Kapitänskajüte gesprochen haben. Du scheinst mir schon eine Weile ein bisschen neben dir zu stehen. Da ist in Ordnung. War das schon gestern? Ja, gestern. Ja klar, natürlich erinnere ich mich. Der Weg durch die Niederhöllen hat euch mehr zugesetzt, nicht wahr? Kann ich nachvollziehen, wie das Ganze euch nicht zugesetzt hat. Ich meine, wir waren dort unten und es war alles so verschleiert, aber doch auch so offensichtlich. Wir wussten, dass wir dem, was wir sehen, nicht trauen können. Und das mit Aviander, das wahrscheinlich eine List ist. Gleichzeitig, wenn es so verschleiert ist. Wir wussten, was uns erwartet, und gleichzeitig wussten wir es nicht. Vielleicht ihr habt recht, es war schrecklich, aber konzentriert euch auf das Positive. Es ist alles gut. Wir konnten unsere Mission erfüllen. Und wir haben sogar noch Aviander gerettet. Und seht es einmal so, ihr seid ein lang gedienter Seemann. Natürlich ist die Niederhölle, die die See wiedergibt, das Reich der Herzogin der nachtblauen Tiefen, eben besonders schreckhaft für euch. Für mich als Zwerg mag das jetzt gar nicht so schlimm sein. Doch glaubt mir, als ich zum Beispiel dem schwarzen Drachen gegenüberstand, da fand ich das genauso schrecklich. Es ist eben der persönliche Schrecken, der einen begleitet. Und ihr müsst da gar nicht hinter den Berg halten mit euren Gefühlen. Wenn es euch danach ist, könnt ihr auch jederzeit weinen. Wenn euch die Tränen kommen oder ihr vor etwas Angst habt, müsst euch nicht zusammenreißen. Hier könnt ihr der sein, der ihr wollt, und hier könnt ihr über eure Sorgen, Nöte und Ängste sprechen. Aber das kann ich doch eben nicht, Boltax. Wir haben das Ganze durchgemacht, wir sind hier wieder hergekommen und auf einmal ist alles wieder beim Alten. Ich habe hier eine Rolle zu verkörpern. Ich muss den Kapitän vertreten, die Mannschaft. Sie muss Respekt und Disziplin vor mir haben. Das mag sein, aber nicht hier, nicht jetzt. Seht ihr, ist jemand von der Mannschaft da, außer mir, Serpentilio und Zulamin, die ohnehin wissen, wie ihr seid? Ihr braucht es nicht künstlich aufrechtzuerhalten, wenn es euch so viel Kraft abverlangt. Lasst euren Schmerz zu, wenn ihr ihn empfindet. Nur so. Und macht euch wegen der Mannschaft erst einmal keine Sorgen. Sie werden uns schon noch bis Kunchom bringen. Und dann können wir sie gegen andere Seeleute austauschen, mit denen es weniger Probleme gibt. Ihr müsst jetzt kein Exempel statuieren. Ich habe gehört, in den alten Tagen haben die Horasser ihre Galeeren von Untoten rudern lassen. Ihr seid immer so hilfreich. Er guckt ein wenig entsetzt in den Raum. Falscher Moment, ja? Ich glaube... Sorry. Ich glaube, das wäre für Aetilius jetzt tatsächlich etwas zu viel. Aber im Ernst. Ja, sicher doch. Nun, was das Ohr angeht, wir können es. Nun, ich bin mir sicher, wir kriegen es wieder dran. Ich habe mir über das Ohr Gedanken gemacht. Vergiss es, ich werde es nicht mehr, egal mit welchem Mittel, ich will es gar nicht mehr dran haben. Ich will, dass ich mich erinnere an das, was wir durchgemacht haben und auch an das, was wir dort unten erreicht haben. Soll ich es euch konservieren? Nur für den Fall. Ich werde warten, bis wir wieder zu ruhigen Gewässern sind, und werde ich sonst mehr schmeißen. Ich hörte, in Kunchom gibt es diesen Tempel der Eidechsengöttin. Ah, wie heißt sie noch? Ja, richtig. Vielleicht solltet ihr einmal dorthin gehen, und nun, sie ist ja für den Frieden und diese ganzen Dinge zuständig. Vielleicht einfach dort einmal ein bisschen Ruhe und Einkehr finden und die Schrecken der Niederhöllen ablegen, abschütteln, wie... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt sage, aber wie eine Echse sich manchmal häutet.
Ich glaube, ihr müsst das einfach hinter euch lassen. Und ich habe mich bisher nicht besonders zur jungen Göttin hingezogen gefühlt, aber den Tempel der Raya würde ich doch wirklich gerne aufsuchen. Das würde etwas wohltun, das würde mir gut tun. Natürlich, der Raya-Tempel in Kunhyom ist außergewöhnlich. Vielleicht ein Bad oder so? Ein wenig Entspannung. Bei meinem letzten Besuch in Kunhyom hatte ich gar nicht die Möglichkeit, diesen aufzusuchen. Ich war kurz am Effa-Tempel, aber das Schiff ist direkt wieder abgesegelt. Das war auch davor, bevor wir uns in Zorgan kennengelernt haben. Nun, vielleicht haben wir dieses Mal ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen immerhin neue Matrosen anwerben und einige Besuche machen. Kapitän, Arafim, hier seid ihr. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Es ist kein Strukturschaden oder so etwas, aber ich habe schon mal ein Tuch drüber hängen lassen, damit es der Rest der Mannschaft nicht sieht, also vor allem die Handwerker nicht, wenn sie dann irgendwann mal werkeln. Wir haben mal wieder Teile von unserem Schiffsnamen verloren. Und das war Mondsilber. Ihr erinnert euch? Ja. Die Geschichte in Alanfa? Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern. Nun gut, wir werden eine Adapt finden in Kunshung hoffentlich. Ich bin mir sicher, dass das nicht direkt mit dem Wellengang zu tun hatte. Also selbstverständlich ist es jetzt danach abgefallen, aber es ist nicht wegen der Welle abgefallen. Ihr versteht, was ich meine? Sondern weshalb? Sprecht nicht in Rätseln. Die Mannschaft sagte doch schon eben, gerade über mehrere Segel verteilt, dass wir verflucht sind. Ach, glaubt ihr jetzt auch schon diesen Unsinn? Nein, ich weiß es nicht, aber ich wollte euch das einfach nur mal gesagt haben. Ja, Teile der Lettern fehlen und... Habt dann, was steht denn jetzt noch dort? Ja, das M fehlt und das R und das N, beziehungsweise das M, was... Jalan hat das ja damals in Auftrag gegeben. Also es fehlt nicht, es fehlt halt viel. Na gut, wir werden uns darum kümmern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, selbst wenn wir einen Kunchum Ersatz dafür finden und hier etwas neu schmiede, das ist kein Problem, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hält. Vielleicht sollten wir das Schiff neu weihen und ihm einen neuen Namen geben. Ich glaube, ja. Das wäre ein guter Anfang. Mit einer neuen Besatzung, einem neuen Schiff. Das ist trotzdem kein gutes Zeichen, kein gutes Omen. Ja, es geschieht so viel, was kein gutes Omen ist, aber das ist unser Schicksal, fürchte ich. Nun gut, wir sollten uns erst einmal um die Stimmung in der Mannschaft kümmern. Ja, das hat ja unmittelbar damit zu tun. Ich wollte es euch einfach nur gemeldet haben. Es ist, wie gesagt, kein Strukturschaden und ich bin dafür als Handwerkerin jetzt gerade, also ich kann da jetzt Holz oder sowas benutzen, aber das Problem ist wirklich, ich glaube wirklich, dass der Name das Problem ist. Ja, wir werden uns ja... Oder dieses Ding, was dort runtergefallen ist. Ich weiß es nicht. Ich wollte es euch nur melden. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, was dort runtergekommen ist? Nein, ich war in der Werkstatt. Aber die anderen haben gesagt, dass irgendwas runtergekommen ist. Na gut. Naja. Hab Dank. Ich lege euch die Hand auf die Schulter. Dann bin ich wieder arbeiten. Bald geht es irgendwie wieder gut, hoffentlich. Ja, das würde ich hoffen. Sonst hätte er sich bestimmt schon bei mir gemeldet. Ja, er ist unverwüstlich wie Unkraut. Ja, mit Sicherheit. Ihr könnt ihn ja mal besuchen, das würde ihn bestimmt freuen. Ja, genau. Wenn ihr Zeit habt. Genau, wenn ich Zeit habe. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück in die Werkstatt. Hab Dank. Wir sehen uns. Jo. Kapitän, ich habe noch eine Anmerkung, jetzt wo wir hier zu zweit sind. Ja? Und zwar, ihr sprach gerade von neuer Mannschaft. Ja? Wir müssen eins von zwei Dingen tun. Entweder suchen wir uns eine Mannschaft, die zu unserem 1-0 passt, oder ihr sucht euch einen neuen 1-0.